Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Yes, wir sind hier am vierten Tag des Herbstes und es kann hier direkt weitergehen. Ich habe gleich gesehen, dass ich ein bisschen was dabei habe, was ich gleich mal noch von gestern verkaufen kann. Wunderbarig, so. Guten Morgen Jungs, zum Glück seid ihr zu viert. Ich bin sehr froh, dass ihr zu viert seid. Wir haben natürlich wieder den Arsch voll Arbeit. Was habe ich hier nur getan? Wir haben den Arsch voll Arbeit. Oh, hallo Fruchti. Fruchti ist da. Oh mein Gott, sie sind erwachsen. Sind die erwachsen? Oh. Das freut mich. Jetzt schau sie euch an. Sie sind erwachsen. Das ist fantastisch. Ich muss übrigens mal dazu sagen, ich mache mir hier gerade unfassbar den Stress, weil ich alles so krass aussehe und so ultra viel Arbeit mache, dass ich überhaupt nicht hinterherkomme und mir einen Stress mache, der nicht mehr von dieser Welt ist. Ich muss aber dazu sagen, ich habe den Spaß meines Lebens. Alleine durch diesen Stress hier in einem, auf Deutsch gesagt, dummen Stardew Valley Harvest Moon Story of Seasons, nennt es wie ihr wollt, mir doch scheißegal. Ich habe den Spaß meines Lebens. Muss ich unbedingt mal dazu sagen. So. Muku. Vielen Dank. Wollen wir natürlich noch eine kleine Karaffe wundervoller Kaffeemilch. Und jetzt geht's rund. Ein bisschen Fruchtmilch. Und Erdbeermilch bekommen wir auch noch. Geil. Was ich übrigens schon längst mal machen wollte, das habe ich total vergessen. Sollte ich schon längst auch mal machen. Ich wollte mal nachschauen, wie es denn überhaupt jetzt so aussieht. Rein vom Einkommen her. Was bringt mir mehr? Eine normale Milch? Kaffeemilch? Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass Kaffeemilch natürlich mehr bringt als normale Milch. Wir müssen jetzt aber auch mal unbedingt eins bedenken. Dass mich so eine Kaffeekuh das Doppelte kostet von einer normalen Kuh. So. Ups. Normale Milch bringt mir 100. Kaffeemilch. Ah, halt, das ist MS. Da. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Es ist nicht viel mehr. Jetzt kann man sich da wirklich drüber streiten. Da kann man sich weil jetzt wirklich drüber streiten, ob es sich überhaupt rentiert, eine Kaffeekuh zu kaufen oder eine Erdbeerkuh oder sowas. Ich meine, natürlich, wir wollen alle eine Erdbeerkuh, das ist mir schon klar. Wir wollen alle eine Kaffeekuh, wir wollen alle eine Fruchtkuh, es wollen wir alle haben, das ist klar, ist okay. Aber rein mal so vom Finanziellen her, kommt natürlich darauf an, wie sich der Verkaufspreis entwickelt. Weißt, wenn zum Beispiel der Verkaufspreis von Kaffeemilch von S auf M sich wesentlich stärker entwickelt als von normaler Milch von S auf M. Das kommt jetzt eben ganz drauf an. Bei der Kaffeemilch haben wir jetzt ja gesehen, wenn wir das vergleichen mit der Fruchtmilch, ist es verdoppelt von S auf M. Was verdoppelt sich auch das bei S auf M bei normaler Milch? Und selbst wenn es sich verdoppelt, dann sehen wir da schon einen größer werdenden Unterschied auf jeden Fall. Halt, ich hab nicht nachgeladen, warum auch immer. So. Jungs, danke, dass ihr so fleißig seid. Ohne euch würde ich das alles niemals schaffen. Ihr seid die Besten. Im Übrigen habe ich mich mal kurz informiert. Und ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Was heißt einen kleinen Fehler gemacht? Mir ist etwas entgangen. Ein ganzer Dorfbewohner. Wenn überhaupt nur einer. Mir sind viele wahrscheinlich entgangen. Also auf jeden Fall einen einzigen Dorfbewohner weiß ich jetzt, der mir entgangen ist. Der gute Basil.
Oder Basil oder man. Basilikum einfach. Nenn ihn Basilikum. Mir doch egal. Ich habe ihn wahrscheinlich ignoriert, weil er heißt Basilikum. Deswegen habe ich ihn ignoriert, weil ich mag kein Basilikum. Ich bin kein Basilikum-Fan, würde ich damit sagen. Wenigstens kein sehr großer. Beim besten Willen, ich hasse Basilikum nicht. Ich esse ihn. Habe ich auch kein Problem. Hi. Ich habe ihn ignoriert. Bist du ein Tourist? Wie? Du sagst, du bist in die Stadt gezogen. Die Fülle der Natur ist hier schier unerschöpflich. Im Gegensatz zum Grau der Großstädte. Hier wird es dir sicher gut gefallen. Hm? Ich? Oh, natürlich. Ich sollte mich vorstellen. Ich heiße Basil. Mein Steckenpferd ist die Botanik. Ich studiere die Pflanzen hier in der Mineralstadt. Schön, dich kennenzulernen. Warum habe ich Anna angesprochen? Das ist immer ein Fehler. Die redet immer so viel. Dann gehe ich halt nicht hoch. Ich weiß jetzt nicht, ab wann ich dann... okay. Was soll ich machen? Oh, vielleicht wenn ich... Nein, das funktioniert nicht. Oh, tut mir so leid. Ich war vollkommen gedankenversunken. Alles gut. Oh, Spike, schön dich zu sehen. Es ist unglaublich nett von dir, dass du vorbeikommst. Diese Bücherei hat nur ganz wenig Besucher. Büchereien sterben auch aus. Leider. Ist wenigstens meine Meinung. Also, komm schon, Büchereien sterben aus. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Gibt's überhaupt irgendwo noch eine gescheite Bücherei? Ich weiß, bei mir, wo ich herkomme, meine Heimatstadt, da gab's eine Bücherei. Die gab's lange, lange Zeit. Ich glaube, die hat schon lange zugemacht. Verzeihung wegen vorhin. Wenn ich in Gedanken versunken bin, merke ich nicht, was um mich herum passiert. Dasselbe gilt aber auch für Videotheken oder so. Stirbt ja auch alles aus, leider. Liegt da was auf dem Herzen? Nein, das ist es nicht. Ich schreibe meinen eigenen Roman, aber ich habe eine Art Blockade, die ich zu überwinden versuche. Danke für dein Interesse. Komm vorbei, wenn du mal wieder in Leselaune bist. Wir haben sicher eine Menge Bücher, die dich unterstützen oder inspirieren können. Als Kind bin ich in die Bücherei gegangen. Hilfe der Naturgeister. Okay. Warte mal, war das nicht... Wusste ich's doch! Dass man hier ein Juwel der Wahrheit hat. Oh, wusste ich's doch. An das konnte ich mich noch erinnern. Oh, warte mal. War nicht an der Laterne ein Juwel der Wahrheit? Was bringen die einem überhaupt nochmal? Selbst das weiß ich nicht mehr. Nee, scheint nicht. Oh Gott, wo waren die denn? Um Gottes Willen. Oh, da ist eins. Sehr schön. Um Gottes Willen, wo waren die denn? Und wie viele gab es davon überhaupt? Oh Gott, die Juwelen der Wahrheit. Die habe ich tot. Oh Gott. Wo gab es die denn überall? Und was haben die gemacht? Oh, es war auf jeden Fall ein Sammelgadget, das weiß ich noch, aber... Was hat das gebracht? Yes! Oh, danke! Hier, geh sofort Felder gießen. Spielen kannst du vergessen. Spielen! Wer muss schon spielen? Kein Mensch will spielen. Felder gießen, yes! Hier, 7 Tage. Kein Mensch will spielen. Stimmt. Alter, kein Mensch spielen. Komm schon, wer will spielen? Da. Ja, das mag ich sehr. Willkommen, kann ich helfen? Helfen. Ah, du willst ja nicht, okay. Aber die anderen helfen schon mal. Das ist sehr, sehr geil, das hilft. Hallo, kann ich deinen großen Hut haben? Ein weiterer harter Arbeitstag, Spike. Das muss erschöpfend sein. Könntest du zumindest das Wochenende freinehmen? Kann ich deinen Hut haben? Ich glaube, er will ihn mir nicht geben. Ich will seinen Hut. Ich war mir sicher, dass es bei einer Laterne was war. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt irre. Zum Beispiel die bei der Statue wusste ich jetzt gar nicht mehr. Ja, ich schaue gerade, ob ich ein Juwel der Wahrheit finde. Ich weiß nicht mal mehr, was es bringt.
Kenne ich dich überhaupt schon? Wer bist du denn? Kommst du hier um die Farm? Ich heiße Dirk, schön dich kennenzulernen, Alter. Ich hab mich zu sehr auf das Finanzielle konzentriert und habe alles andere ignoriert. Es tut mir leid, meine Freunde, es tut mir leid. So, Jungs, wie weit seid ihr gekommen? Ich hoffe mal, dass ihr ein bisschen was erreicht habt. Ich werde in die heiße Quelle springen und euch dann helfen. Lohnt sich nicht, jetzt einen Bodychaser einzuwerfen. Ich will ja nicht alles nur mit Bodychasern lösen. Es kann leider nicht alles damit gelöst werden. Es kann leider nicht alles mit Drogen gelöst werden. Außer meiner Welt. Ich meine, wir lösen gerade sehr viele Probleme mit Drogen, ich gebe es zu. Wir lösen gerade sehr viele Probleme mit dem Bodychaser. Ich werde ihn übrigens immer Bodychaser nennen, also Entschuldigung. Na, Kaffee ist noch einen ganz kleinen Ticken zu heiß. Kennt man vielleicht von mir? Wer mich kennt, ich mag so kochend heiße Getränke nicht. Auch mein Kaffee nicht. Ich mag es tatsächlich, wenn er schon gut abgekühlt ist. So lauwarm. Mag ich tatsächlich meinen Kaffee am liebsten. Ich bin nicht einer dieser... Ich trinke gern Kaffee, aber ich bin nicht einer dieser Leute, der einen Kaffee am liebsten mag, wenn er kochend heiß ist, sondern der soll schon schön abgekühlt sein. So mag ich ihn tatsächlich am liebsten. Oft denken sich dann immer viele, dann bieten sie mir einen Kaffee an, weil sie mir was Gutes tun wollen. Dann stellen sie mir hin und dann trinke ich den Kaffee nicht. Und dann denken sie sich alle immer, oh, warum trinkst du jetzt den Kaffee nicht? Ich dachte, du magst Kaffee so sehr, jetzt wollte ich dir was Gutes tun. Ja, du hast mir was Gutes getan, nur... Lass ihn ein bisschen abkühlen. Ich mag ihn nicht, wenn er so kochend heiß ist. Ich kann den nicht trinken. Ich kann so heiße Getränke einfach nicht trinken. Lass ihn einfach ein bisschen abkühlen. Du hast mir was Gutes getan, keine Angst. Du hast mir sogar was sehr, sehr Gutes getan, keine Angst. Nur, gib dem Kaffee ein bisschen Zeit zum Abkühlen. Ne? Alles gut. Da machen sich viele dann echt immer Gedanken. So, Leute, wie weit seid ihr denn gekommen? Bisschen was habt ihr erreicht? Ich versuche euch jetzt halt hier nochmal, so weit es geht, unter die Arme zu greifen. So, hier haben sie alles. Das haben sie nicht. Sehr gut. Oha. Jungs, ihr seid super. Ihr habt viel geschafft. Ah, fuck. Bisschen weiter vor. So. Dann mal so. Ja, hier können wir dann mal ordentlich nachgießen. Das merke ich jetzt halt. Aber vielleicht läuft es ja besser, wenn es nochmal mehr Erntewichtel sind, wobei die anderen halt noch nicht so gut sind. Aber trotzdem ist es halt eine kleine Unterstützung. Eine kleine Unterstützung, die logischerweise auch immer besser wird. So, es sieht doch schon mal ganz ordentlich aus, was ich da mache. So. Da haben sie nicht gegossen. So. Guti. So, jetzt haben sie aber da relativ viel geschafft. Das heißt, wenn ich jetzt halt mal kurz meine Gießkanne wieder auffülle, könnten wir alles schaffen. Oh, das wäre natürlich super.
Es ist traurig, dass mich sowas dann eher freut, wenn ich es schaffe, dass alles gegossen ist. Es ist traurig, weil das zeigt einfach mal wieder, wie lächerlich viel ich ausgesät habe. So. Das Problem, das ich jetzt auch dabei habe, und das Problem erkenne ich jetzt gerade eben erst. Es wird die ganze Jahreszeit über nicht weniger. Das sind alles nachwachsende Pflanzen, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, das sind alles nachwachsende Pflanzen. Es wird die ganze Jahreszeit über nicht weniger. Um Gottes Willen. Was habe ich getan? Um Gottes Willen. Warum habe ich das nicht alles mit einmaligen Pflanzen gemacht? Dann hätte ich irgendwann meine Ruhe. Oh Gott. Naja, aber immerhin haben wir es geschafft, dass alles gegossen ist. Und es ist gerade mal 3 Uhr morgens. Ich habe das Gefühl, der Kerl wird keinen schönen Herbst haben. Es ist Zeit für die Geburt. Feini. Wir haben noch kein Kiki. Sehr schön. Es gibt hier kein Home Shopping Europe. Finde ich schade. So. Da liegen nochmal Orangen. Oder nochmal Honig. Honig ist sehr wichtig. Honig ist extrem wichtig. So, guten Morgen, Jungs. Ihr seid noch zu... Ihr seid nur zu viert. Da haben welche frei. Okay. Die muss ich dann unbedingt sofort wieder rekrutieren. Da haben 2 Leute frei. Das bedeutet, wir haben heute... Ja, eine ganz schöne Unterbesetzung. Wir sind zwar immer noch so viele wie gestern... Aber die 2, wo jetzt dazugekommen sind, die können das halt noch nicht so gut. Die sind noch ein bisschen langsamer und das ist auch okay. Das ist auch okay. So, rein damit. So. Wunderbar, Rex. So, ihr dürft's raus. Schnell weiter. Apropos, wo es mir jetzt gerade einfällt, habe ich gerade jemanden... Nein, ich hab nichts gerade bei Saibara. Ich könnte ihm aber mal die Hacke bringen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich mal die große Stunde der Hacke. Denn ihr braucht es nicht glauben, dass ich irgendwo Zeit oder Energie für die Mine finde. Nee, das kannst du knicken. Da ist keine Zeit für. Da ist keine Zeit für. Ich merke jetzt gerade, dass jede Kuh tatsächlich eine Glocke hat. Auch Muku hat eine Glocke. Oh, okay. Haben alle ein kleines Glöckchen hinten dran. Bis jetzt habe ich aber tatsächlich nur am ganzen Spiel, besser gesagt an den Viechern, einen einzigen Kritikpunkt. Einen einzigen. Ich finde es ja tatsächlich wirklich süß. Und ich komme auch mit dieser, ich nenne es jetzt mal Süßigkeit, komme ich auch sehr gut klar. Das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen stört, und ich finde es eher traurig, als dass es mich stört, ist, dass die Schafe so klein sind. Ein bisschen größer. Die müssen nicht so groß sein wie die Kühe, beim besten Willen, das will ich gar nicht. Aber so ein bisschen größer, die schauen aus wie kleine Babys. Aber es sind ausgewachsene Schafe. Bisschen größer. Das wäre cool. Aber sonst top. So. Das bisschen Energie, was ich jetzt noch habe, nehme ich sofort her. Um hier noch zu gießen. Denn ich muss meine Jungs jederzeit tatkräftig unterstützen. Auch wenn ich jetzt gerade echt nicht die Energie dazu habe. Aber ich muss sie unterstützen. Es ist... Alleine können die das gar nicht schaffen.
So, wir geben auch unser Bestes. Unseren Jungs so viel Arbeit wie nur irgendwie möglich auch abzunehmen. Denn das, diese ganze Übermacht, was ich hier ausgesät habe, das schaffen wir nicht alleine. Das schaffen wir nur, wenn meine Jungs und ich als Team agieren. Wenn wir uns gegenseitig die Arbeit abnehmen und uns gegenseitig helfen. Nur dann schaffen wir das. Sonst gehen wir unter. Mittlerweile ist es bei mir aber echt gang und gäbe irgendwie, dass ich... Hi. Ist mittlerweile bei mir gang und gäbe irgendwie bei mir automatisch drin, dass ich der Erntegöttin ein Geschenk gebe. Das ist bei mir mittlerweile einfach drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch ein Geschenk von ihr bekomme. Könnte man bei mir das Licht anmachen. Diesmal habe ich dran gedacht, dass ich mein Licht vorher anschalte. Ja, wobei, es ist noch ein bisschen zu hell ist es noch für mein Licht. Aber, das ist das Geile an diesem Licht, an meiner Lampe. Ich kann währenddessen mein Handy aufladen. Stopp. Es ist so eine LED-Tischlampe. Mit ganz normalen Schalter, klar. Und dann noch nur mit USB-Ladeslot. Und naja, da habe ich halt ein Handy-Ladekabel hingehängt, dass es passt. Und jetzt könnte ich Licht machen und auch mein Handy aufladen. Ist fantastisch. So, wir müssen jetzt mit mir aufladen und danach müssen wir unbedingt sofort hoch zu den Jungs, die heute frei haben. Und denen auch gleich sagen, yo, wir bräuchten euch bitte. Die müssen dann auch gleich wieder in der Woche reinkommen. Wir haben sehr viel zu tun. Es ist so unglaublich, was wir zu tun haben. So. Okay, dann schnell wieder weiter. Wir werden jetzt seit viele Tage lang nicht wirklich viel Geld machen. Gebe ich zu. Wir werden viele Tage lang nicht wirklich, den großen Reibach machen. Ich kann gleich ja mal... das kann ich gleich mal ausnutzen. Ich nehme Gold mit, weil ich meine Hacke dann gleich mal auf Gold verbessern will. Oh! Was machst du denn hier? Entschuldigung, dass ich dich so überfalle, aber könntest du zum Gemischtwarenladen kommen? Hä? Was ist jetzt los? Ich wollte nur meine Hacke holen. Ah, hallo, Spike. Wie ich sehe, hast du dich auch von Jeff breitschlagen lassen. Also, Spike, ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Als Basil gestern im Laden vorbeikam, redeten wir über alle möglichen interessanten Pflanzen. Er erwähnte eine für mich ganz besondere interessante. Eine Blume, die Gefühle übermitteln kann. Was? Aber du meinst doch, du hättest selbst noch nie eine gesehen, richtig, Basil? Nein, noch nie. Die einzigen Aufzeichnungen dazu fänden sich in alten Schriften. Es gibt keine Garantie, dass sie überhaupt noch existiert. Jeff war so enttäuscht. Wolltest mit dieser Blume deinen Gefühlen für Sandra Ausdruck verleihen, Jeff? Basil! Musst du das wirklich rausposaunen? Ich werde da ganz rot. Gott, werd ein Mann! Es ist nicht schlimm, Gefühle zu haben, mein Freund. Ich bin sicher, Spike versteht das vollkommen. Naja, wie auch immer. Wir haben darüber geredet, wie schön es wäre, wenn wir unsere Gefühle unmissverständlich ausdrücken könnten. Kommst doch langsam in das Alter, Spike. Also dachten wir, dass du unsere Meinung vielleicht teilst. Außerdem wäre es nicht romantisch, deiner auserwählten Person eine Blume zu überreichen, während du dein Herz ausschüttest. Das ist eigentlich weniger romantisch. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Wobei ich meine jetzt nicht unbedingt das Herz ausschütte, sondern sie kriegt einfach so Blumen. Weil ich sie mag. Aber letztendlich ist die Blume noch ein Gerücht. Niemand weiß, ob sie wirklich existiert. Ich frage mich, wie sie aussieht. Sie ist bestimmt wunderschön. Oh oh, ich habe von dieser Blume gehört, aber ich habe sie auch noch nicht gesehen. Och, Kirsche! Ich würde sie gern mal sehen. Ich auch, ich auch. Wenn wir sie alle sehen wollen, müssen wir wohl eine blühen lassen. Och, alle! Ihr seid alle da! Ich dachte, ihr seid beim Arbeiten! Was ist hier los?
Was? Ist das hier eine Demonstration? Ihr sollt arbeiten! Was ist gerade mit... Was ist... Hi Spike, deine Farm sieht wirklich gut aus, das will ich auch hoffen! Ich hoffe, da ist auch alles gegossen! Du bist bestimmt super hart! Ich hoffe, ihr habt den auch hart! Weißt du was? Wir sind zum Einkaufen gekommen. Während der Arbeitszeit. Hey, was guckst du so seltsam? Wir bezahlen doch mit echtem Geld. Gut, ich bezahle euch nicht mit echtem Geld. Hey Spike, wir haben von dieser Blume gehört. Wir möchten eine zum Erblühen bringen. Kannst auch gerne mitkommen, Spike. Irgendwie erinnere ich mich an die Szene nicht. Ist die jetzt neu hier oder gab es sie schon im Original? Aber ich erinnere mich gerade an die Szene gar nicht. Also wirklich gar nicht. Spike, stimmt was nicht? Gut, ich erinnere mich auch an Basil nicht wirklich. Ah, die Farmarbeit wartet wohl auf jemanden, Naja, danke, dass du mir meine kleine Geschichte angehört hast. Sei weiter so fleißig auf deiner Farm. Ich hoffe so sehr für dich, dass das mich jetzt keine Zeit gekostet hat. Ich steck deinen Laden im Brand. Okay, Spike, folg uns. Meine werten Geister, wir werden jetzt das 24. große Naturgeistfest der Experimente beginnen. Yeah, ich hab mich schon drauf gefreut. Bereit? Los geht's! Na 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 na. Hey! Sie haben, ja. Es hat geklappt! Yippie! Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Spike. Du arbeitest so hart auf deiner Farm. Hilf doch uns, das Beste zum Vorschein zu bringen. Hier, bitte gib auch eine an Herrn Jeff und Herrn Basil weiter. Kommen wir jetzt zum wichtigen Teil, die Party. Wir müssen den Erfolg unseres großartigen Experiments feiern. Ich hoffe, dass euer Experiment das beinhaltet, dass meine Farm gegossen ist. Spike, mach weiter so, okay? Wir alle wünschen dir nur das Beste. Okay, Jungs. Bei die Pause habt ihr euch verdient, Jungs. Die Party, macht's die Party. Die habt ihr euch verdient. Hallo, Spike. Na, du hast uns erwischt. Jeff und ich reden noch immer über diese Blume. Bist du zum Einkaufen gekommen? Nein, Mann, ich steck deinen Laden in Brand. Spike! Diese Blume! Warte. Sag bloß, du hast die Blume gefunden, von der wir gesprochen hatten. Sieht irgendwie aus ein bisschen wie Mohn. Gib sie mir einfach. Bist du sicher? Also das ist ein wundervolles Geschenk. Weißt du, ich male sehr gerne und ich denke, diese Blume wird mein nächstes Motiv. Ah, noch was, Spike. Da du die Blume entdeckt hast, möchtest du ihr einen Namen geben? Sie hat vielleicht schon einen offiziellen Namen, aber den müsste man erst herausfinden. Wieso geben wir keinen schöneren Namen? Die Süßsonnenblume, hä? Okay. Och, das wäre jetzt geil gewesen, wenn ich dir wirklich einen Namen hätte geben können. Oh, das wäre jetzt so geil gewesen. Warum hat man das nicht eingebaut, dass ich ihr wirklich einen Namen geben kann? Oh mein Gott, ich wollte diese Blume Mina nennen. Komm schon. Oh, das wäre jetzt toll gewesen. Ich werde jetzt mit der Analyse dieses Exemplars beginnen. Ich werde dir dann sagen, was ich rausgefunden habe. Oh, das wäre so großartig gewesen. So eine Blume habe ich jetzt aber nicht bekommen, okay? Basil ist abgeschlossen. Schade. Das ist überall abgeschlossen. Na dann. Dann lass es dann abgeschlossen. Ich muss zu meinem Erntewichtel. Bekomme ich die Blume jetzt? Und muss ich die dann, muss ich die dann Jennifer schenken? Warum ist alles abgeschlossen? Was soll denn das? Hä? Was ist jetzt los? Warum ist der Supermarkt der einzige Laden, der offen ist? Neunter Tag im Herbst. Heißt, es ist heute kein Feiertag. Es ist ganz normal Montag.
Kirche hat offen. Sind die Erntewichtel jetzt auch nicht zu Hause, weil die ihre Party machen? Willst du mir jetzt das damit sagen? Ja, das willst du mir damit sagen. Ah, hi Spike. Weißt du was, die Blume, die wir zum Blühen gebracht haben, wird jetzt von ganz allein in dieser Jahreszeit wachsen. Ich habe das auch gerade erst erfahren. Ist das nicht seltsam? Ich werde den anderen Geistern davon erzählen. Tschüss. Ciao, Kirsche. Okay. Kurz checken. Haben sie jetzt wieder offen? Nein. Irgendwas geht hier vor. Ich weiß aber nicht, was hier vorgeht. Es hat immer noch was mit der Blume zu tun. Hallo, die verkörperliche Arbeit hier, bla 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 bla. Basil, vielleicht ist es eine Entdeckung für dich, wenn ich dir das sage? Mutter Hügel verfügt über eine beachtliche Pflanzenvielfalt. Okay, du sagst mir nichts Neues. Okay, ich konnte nicht zu dem Erntewichtel. Das ist jetzt scheiße. Ich konnte nicht zu den Erntewichteln. Och, und er hat auch schon zu. Das war ein verkorkster Tag. Das war ein unfassbar verkorkster Tag. Oh mein Gott, es ist so viel schief gelaufen. Wegen dieser einen Sequenz. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht zu meinen Jungs und dem Bescheid geben, dass sie bitte wieder arbeiten kommen sollen. Oh, das ist kein guter Tag. Wobei wir halt von dieser Blume dafür erfahren haben. Also in dem Sinne war es wiederum ein guter Tag. Aber rein so, was meine Farm betrifft, kein guter Tag. Gar kein guter Tag. Vor allem, wenn man sich jetzt mal anschaut, was ich jetzt noch zu tun habe. Und ich werde morgen ebenfalls wieder so viel zu tun haben. Weil die Jungs sind morgen wieder dieselbe Besetzung. Alter. Ach, du meine Scheiße. Das kannst du knicken. Das schaffe ich nicht mal ansatzweise. Das kannst knicken. Um Gottes Willen. Da hat mir die Sequenz natürlich richtig reingeschissen. Und auch eben diese Tatsache, dass ich zu den Erntewichteln nicht mehr konnte. Oh je. Das hat mir jetzt aber ganz schön in die Suppe gespuckt. Ich muss jetzt versuchen, dass ich wenigstens noch so viel wie nur irgendwie möglich mache. So. Ja, ist okay. Ich weiß, dass du schon kaputt bist. Ist okay. Hau dir mal einen Bodychizer rein. Mein Freund, du hast nämlich noch viel zu tun. Und das wirst du auch mit Bodychizer nicht alles schaffen. Das wirst du auch mit Bodychizer niemals alles schaffen. Keine Chance. Dafür haben wir noch viel zu viel zu tun. Was aber auch klar ist, weil wie sollen das meine Erntewichtel jemals irgendwie lösen, wenn ich zwar zwei neue eingestellt habe,
die aber das noch nicht drauf haben und dann von Anfang an am besten gleich alles machen sollen. Das kann nicht funktionieren. Die brauchen erstmal Zeit, bis das überhaupt funktioniert mit denen. Das ist normal. Die brauchen erstmal lange, lange Zeit. Die muss ich denen geben. Das ist ganz egal, wie stressig es bei mir ist. Die Zeit muss ich den Erntewichteln geben. Deswegen bin ich ja in dem Sinne froh, dass ich die Goldgießkanne habe. Auch wenn mir hier die Mithrilgießkanne echt noch mehr helfen würde, aber ich habe keine Zeit, dass ich in die Mine gehe. Wie denn? Ich muss hier sein. Ich habe dann auch keine Zeit, dass ich einen Tag lang die Gießkanne weglege. Ich muss meinen Jungs jeden Tag hier helfen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das mit dieser Blume haben. Das wäre jetzt geil, wenn ich da so eine bekomme und die dann Jenny verschenken kann. Ich mag sowas. Ja, ich brauche jetzt auch keinen Bodychizer mehr benutzen. Alleine zeitlich, das, ja. So. Wir haben aber viel noch gegossen. Muss ich sagen, wir haben noch sehr viel gegossen. Jetzt lohnt es sich aber nicht, dass ich jetzt halt noch einen Bodychizer reinhau. Das lohnt sich nicht. Oh je. So. Guten Morgen, Jungs. Danke, dass ihr zu viert seid. Das hilft mir. So. Da muss ich mich jetzt erstmal hier ganz schnell mal... Guten Morgen, Fruchti. Alles klar bei dir? Schau mal, da kann jemand geschoren werden. Alter, guckt er das Alpaka an. Ich liebe es, wenn die diese Afros haben. Weißt du, wenn die geschoren werden können, dann haben die so fette Afros. Was soll denn das? Ich finde das ultra cool. Und ich liebe die Tatsache, dass es hier so Erdbeerkühe und so gibt. Nicht allein, ehrlich gesagt, nicht mal wegen der Milch, die man da bekommt. Sondern einfach wegen dem optischen Unterschied. Würde mich mal bitte jemand zu Schafi durchlassen, danke. Deswegen liebe ich es. Ich finde das super. So. Och, komm schon. Warum? Hast du jetzt versucht, Schafi zu melken oder was ist los mit dir? Warum geben die keine Milch? Erdbeere gibt Milch. Warum gibt Erdbeere Milch, aber die anderen nicht? Willst du mir jetzt sagen, dass draußen schon wieder das Futter ausgegangen ist? Oh nein, auch das noch. Jetzt ist draußen auch noch das Futter ausgegangen wahrscheinlich. Ist aber kein Problem. Alter, weißt du, er ist schon kaputt, nur vom Scheren. Wow, er bricht deswegen zusammen. Ja, er hat halt keine Energie mehr, weil was haben wir erwartet? Was haben wir erwartet? So. Dann müssen jetzt mal alle gefüttert werden. Ich muss jetzt die Viecher per Hand füttern. Weil es funktioniert nicht. Ich hab viel zu wenig Gras draußen. Ich brauche so viel mehr Gras. So. Hervorragend. So, dann kommt's mal raus, Jungs.
So, jetzt mal ganz schnell hier hin. Alter, es ist früh morgens und ich habe keine Energie mehr. Oh je. Es wird wieder ein langer Tag. Das wird ein langer Tag. So. Okay. Dann muss ich einmal hier hin und ich will auch zu meiner Holden. Es wäre mir sehr recht, wenn die jetzt da wäre. Was sie nicht ist. Okay. Schade. Hätte es sein können, dass ich das Glück habe. Leider hatte ich das Glück nicht. So, einmal eine Blume hier reinschmeißen. So, habe ich gern gemacht, liebe Erntegöttin. Ihr zwei, ihr könnt mal dastehen. Ich ziehe mich mal währenddessen vor euch aus. So. Das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt so wichtig, dass ich wieder Energie habe. Und danach will ich mal kurz zu Basil schauen, ob der schon was weiß. Und zu dem Erntewichteln, um die zu rekrutieren. Und ich kann auch gleich zu Saibara. Das hat diesmal meine Hacke verbessert. Gleich auf Gold. Gleich auf Gold verbessern. Das kann man gleich machen. Wichtig. Wenn ich ein bisschen weniger angebaut hätte, dann hätte ich jetzt natürlich wesentlich mehr Freizeit. Gebe ich zu. Dann hätte ich jetzt nicht den Stress, dass ich jetzt halt auf die Farm wieder muss. Um damit zu helfen. Den Stress hätte ich jetzt nicht. Aber ich bin mal gespannt, wenn es fertig ist. Es wird alles relativ unregelmäßig fertig, das ist nur logisch. Aber ich denke mal, ich werde relativ viel Geld verdienen. Ich meine, es ist nur logisch. Ich meine, es ist viel zu viel angebaut. Ich könnte jetzt echt noch ein paar Powerbären gebrauchen. Ich bin ja froh, dass ich die zwei habe, die ich habe. Und dann habe ich auch noch die blaue Beere von Kappa. Also da bin ich ja schon froh. Da bin ich ja schon wirklich froh drum. So. Jungs, ihr haltet die Ohren steif. Meisterhühnerhalter, Trophäe, weil du mindestens 4 Hühner besitzt. Ich hab schon lang. Ja, okay. Kommt es nun wieder so vor oder laggt es gerade ein bisschen? Ich hoffe mal, das kommt jetzt nun wieder so vor. So, Werkzeug verbessern. Nimm dann bitte meine Hacke und mach die direkt auf Gold. Mach mal bitte. Ach, ich hatte schon eine Silberhacke. Ach so, okay. Ja, gut, wenn es so ist. Dann, nimm sie trotzdem. Dann nimm sie trotzdem und mach daraus eine Goldhacke. Okay, ihnen interessiert nichts. Wir gehen jetzt mal hier rein. Für den Fall, ob sie... Habe ich mit der Oma schon geredet? Ich weiß nicht, ob sie mich jetzt schon kennt. Mit der Oma sollte man sich eigentlich anfreunden. Sowas wenigstens im Original. Wenn man von ihr Socken haben will, dann strickt sie einen Socken. Sowas im Original. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Müsste ich mal Mina fragen. Mina, wenn du das hier siehst, schreib's doch mal bitte in die Kommentare oder gib mir da Bescheid. Du hattest mich da mal gefragt, wie man das bekommt. Und ich habe dir das gesagt, was ich weiß. Hilf mir da mal bitte auf die Sprünge. Hat das dann was gebracht? So. Jungs, ihr sollt dann mal bitte um Hilfe bitten.
Felder gießen. 7 Tage, okay. Das ist so wichtig, dass das jetzt alles gemacht wird. So, ich brauche auch dich. Willst du... Oh mein Gott, yes! Okay, alle Erntewichtel sind bei mir mit Gießen eingeteilt. Hervorragend. Besser kann's nicht laufen. Oh, das ist so großartig. Besser kann's nicht sein. Alle sind am Gießen. Alle Erntewichtel gießen. Besser kann's nicht sein. Das hilft so sehr. Wir können gleich so gehen. Weil wir wollen ja gleich, gießen. Ah, oh, Gießkanne ist leer. Unguti! So, wir wollen mal schauen, ob wieder eine Sequenz kommt, wenn wir rein und rausgehen. Als ob! Okay! Ich wollte jetzt einfach rein und rausgehen, weil... Als ob! Ach, komm schon! Wirklich! Hallo Spike, es ist endlich fertig. Oh, Entschuldigung. Lass mich vorne anfangen. Ich habe die Blume recherchiert, die du gefunden hast, und sie ist tatsächlich eine neue Spezies. Aber es wird noch besser. Vor kurzem ist es mir endlich gelungen, Samen davon zu bekommen. Da ich dir sowieso von meiner Entdeckung erzählen wollte, habe ich dir gleich ein paar Süßsonnenblumensamen mitgebracht. Ich hoffe, dass du sie anpflanzen wirst und dabei hilfst, diese neue Blume zu verbreiten. Was? Ich soll es doch mehr anpflanzen, als ich ohnehin schon habe. Ach, komm schon. Danke. Wie alle Samen können sie nur in einer bestimmten Jahreszeit gepflanzt werden. Süßsonnenblumen wächst im Herbst. Verstanden? Ich habe meine Hacke abgegeben. Es ist schon lange her, dass ich so viel Leidenschaft in meine Forschung gefunden habe. Pflanzen sind so faszinierend. Das alles ist dir zu verdanken, Spike. Ich hoffe, wir können uns bald mal treffen und über Botanik plaudern. Okay. ja, gut. Wo sind die denn? Da. Es ist eine Herbstpflanze. Ja gut, dann... Sichel. Wegmachen. Ach, fuck, das ist ja eine 3 auf 3. Ja, dann muss ich halt da das wegmachen. So. Zack. Okay. Und schon ist alles erledigt. Dann haben wir die Pflanze jetzt eben auch. Die ist jetzt auch ausgesät. Um Gottes Willen, hey. So. Wunderbar. Und das heißt dann, dass wir jetzt halt auch langsam mal alles im Griff haben. Was, Gießen betrifft, jetzt mit den neuen Erntewichteln. Ich denke mal, das könnte jetzt wirklich helfen. Klar, es sind jetzt halt neue Erntewichtel, die nicht so gut sind. Das ist mir alles bewusst. Die brauchen auch noch, die brauchen lange. Das ist mir alles bewusst. Ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass sie Arbeit abnehmen. Und es wird immer mehr Arbeit, die sie abnehmen. Zack. Es gibt Momente, wo es besser ist, wenn du einfach dein Maul hältst, weißt. Du hast keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich meine, wenn du einfach mal die Augen aufmachen würdest, dann würdest du sehen, was hier gerade geschieht. Und dass die Versandkiste bald explodieren wird. Weil sie so voll sein wird. Aber das sieht er ja nicht, weil... Ja. Sowas erkennt Zack nicht. Hör auf, den Kopf zu schütteln! Es sei denn, du schüttelst ihn wegen Zack. Dann schüttel ihn noch mehr. Jungs, schönen Feierabend übrigens. Kommt's gut heim. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bis morgen. So. Okay. Sollte auch mal wieder meiner Holden eigentlich mal was schenken.
Der habe ich jetzt nämlich auch schon lange nichts mehr geschenkt. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. So, reicht das Wasser dafür noch aus? Yes! Komm, Chibo, lass mich vorbei. So. Bisschen Energie haben wir wieder. Okay. Ja, wir haben jetzt noch natürlich eine ganze Menge zu tun. Apropos. Das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Das heißt, sie sind morgen wieder trotzdem nur zu viert. Naja, da muss ich morgen halt wieder zu den Erntewichteln gleich gehen und die nächsten rekrutieren. Es ist gerade ein bisschen streng vom Zeitplan her, gebe ich zu. So, wir brauchen jetzt aber wieder Wasser. Apropos, wie sieht's denn eigentlich hier aus? Das sieht gut aus. Da haben sie nichts gemacht. Da kümmere ich mich gleich drum. So, da ist noch eine einzelne Stelle. Da kümmern wir uns jetzt natürlich kurz drum, was die hier ausgelassen haben. Okay. Es ist so viel, dass meine Erntewichtel nicht hinterherkommen. Das ist, ist klar. So, erstmal wieder Wasser holen. Der nächste Bodychaser. Ja, ja, Medikamentenmissbrauch. Oder wie, hä? Alter, nach dem Herbst, ich sag's euch, wenn der Herbst vorbei ist, der Kerl ist süchtig nach Medikamenten. Der Kerl ist dann süchtig nach Medikamenten. Das kann ich euch sagen. Der ist abhängig. Der ist danach definitiv abhängig nach Medikamenten. Ja, jetzt tu doch nicht so. Komm schon, wir haben doch gar nicht mehr so viel. Alles werden wir trotzdem nicht schaffen. Weil ich halt auch die ganze Zeit logischerweise Wasser nachfüllen muss. Und das kostet sehr viel Zeit. So. Es hilft aber sehr viel, dass morgen Aqua und Blaubeere wieder da sind, weil das sind die, wo am besten gießen können. Heißt, das hilft tatsächlich extrem, wenn die wieder da sind. So. Da ist nur eine kleine Fläche, die nicht gegossen ist. Da haben wir schon wieder viel geschafft. Der braucht eigentlich gar nicht mehr ins Bett gehen, der Kerl. Der schläft den ganzen Herbst nicht. Das sage ich euch, der schläft den ganzen Herbst nicht. Es regnet! Oh mein Gott! Jungs, diesen freien Tag habt ihr euch so verdient.
Es regnet! Ich habe mich noch nie so sehr drüber gefreut, dass es an einem Tag regnet. Ich habe mich noch nie so sehr gefreut, dass es an einem Tag regnet. Och, ist das schön. Das ist so wichtig, dass es regnet. Vor allem, weil wir halt heute nicht mal alle sind. Das heißt, ich kann jetzt nochmal die anderen rekrutieren. Und dann sind wir morgen wirklich alle. Och, das hilft so sehr. Oh, ich habe mich noch nie so sehr gefreut, dass es regnet. Sehr gut. Also, wenn es nach mir ginge, dürfte es ruhig öfter regnen. Ich hätte nichts dagegen. So. Ja, wir wollen natürlich alle im Idealfall mit der Hand füttern. Einfach weil sie ja dann glücklicher sind. So. Sehr gut. Dann holen wir uns hier mal unsere Milch ab. Ich denke mal, es sollten heute auch wieder alle Milch geben. Ist klar, dass sich das Melken gerade sehr verausgabt. Sehr gut, alle geben Milch. So. Wunderbarigst. Das hilft gerade wirklich sehr. So, wir können auch zu Saibara gehen und unser Zeug wiederholen. Unsere Hacke. Was wir machen könnten, das überlege ich jetzt gerade, aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen will. Weil er hätte sich eigentlich eine Auszeit verdient mal. Aber, naja. Wir könnten es riskieren und schauen, dass wir so viel wie möglich erreichen, indem wir die Hacke holen und dann in die Mine gehen. Und dann eben schauen, dass wir auf die unterste, auf relativ weit unten kommen, damit wir mit Drill ausgraben. Das wäre eine Möglichkeit. Könnten wir machen. Problem ist, Saibara macht ja erst um 10 auf. Sowas. Blumen mal kurz mitnehmen. So. Schau mal, wie viele Erntewichtel es sind. Wie viele hier auf meinem Hof sind. Was ist denn hier los? So viele Erntewichtel auf meinem Hof, ey. Alter. So. Ey, das sollst du nicht. Du sollst jetzt in die heiße Quelle gehen. Oh je. Im Übrigen habe ich mich mal informiert. Ich weiß jetzt, wo meine Holde Jennifer immer am Abend hingeht. Die wohnt nämlich im Gasthaus. Und zwar im zweiten Stock. Heißt, da könnten wir eigentlich auch mal hingehen und mal schauen, ob wir sie da vielleicht finden. Vielleicht triggern wir auch dort ein weiteres Herz-Event mit ihr. Wer weiß, wer weiß. Es ist auf jeden Fall, ich muss dann sowieso in die Stadt, weil Erntewichtel und bla. Hacke holen. Vielleicht nochmal Bodygizer kaufen und dann ab in die Mine und schauen, dass wir so weit runter wie nur irgendwie möglich kommen.
damit wir schön viel Mithril bekommen. So, ja, ja, alles schön, alles supi hier, wunderbar, danke dir, ciao. So, Jungs, macht euch einen schönen Tag. Erkältet euch nicht. Oh, ich hab Brief. Jetzt verfügbar, Süßsonnenblumensamen. Diese süßen und niedlichen Blumen gibt es nur im Herbst. Kommt vorbei und holt euch wieder. Du Arschloch, als ob du davon jetzt welche verkaufst. Als ob du davon jetzt welche verkaufst. So, dankeschön. Halt. Sie ist weg. Wo ist die jetzt hin? Ich hab keine Ahnung, wo die jetzt hin ist. Sie ist weg. Hat sie sich ins Gasthaus geportet? Nein. Oh, hallo Mizi. Hier fühlt wohl, wird wohl jemand was im Schilde. Was hast du vor, Mizi? Wen willst du umbringen? Wenn du Hilfe brauchst, meld dich bei mir. Du weißt, Mizi, Crisscross. Meld dich bei mir, wenn du was brauchst. Wir müssen noch zusammenhalten. Warum ist das zu? Ach so, weil heute noch alle arbeiten. Ah. Ich hab gemeint, heute ist der eine Tag, wo dann eben die fehlen. Ach so läuft es. Okay, dann habe ich mich da nur verguckt. Das ist natürlich blöd. Aber ist jetzt so? Ist sie... Nein, ist nicht hier. Ich weiß jetzt nicht, wo meine Holde hin ist. Vielleicht ist sie auch den Weg hinten lang gegangen, weiß, dass sie jetzt wieder so Richtung Zelt ist. Kann natürlich sein. Wäre auf jeden Fall, logisch. Wir haben Hacke und Hammer, okay. So. Wir wagen es. Aber vorher gehe ich zu meiner Holde und will ihr Schokolade schenken. Und in dem Sinne hoffe ich einfach, dass sie im Zelt ist. Was sie auch ist. So, bitteschön. Und sie hat immer noch ein blaues Herz. Ist okay, ist okay. Da freut sich jemand auf jeden Fall. So, wir haben volle Energie. Warte mal, kann ich... ich will... Aha. Das wollte ich jetzt einfach machen. Ich kann... Nee, aufladen kann ich hier nicht. Das ist aber okay. Wir brauchen jetzt natürlich ein bisschen Glück, dass wir immer relativ zügig die Leiter finden. Das Glück brauchen wir natürlich. So. Vielleicht habe ich ja so viel Glück. Naja. Na, komm schon. Nein, nein, hör auf. Wo ist die? Das ist das Problem jetzt mit so großen Ebenen. Das Gute ist aber, dass hier in der Mine wenigstens keine Zeit vergeht. Das hilft mir so sehr. Sehr gut.
Also ich will schauen, dass ich relativ weit runterkomme, denn ich denke mal, mit Drill werde ich jetzt nicht so ohne weiteres auf kleineren Ebenen finden, sondern ich denke mal, da muss ich schon ein bisschen tiefer. Bis ich da mal was finde und ich könnte mich jetzt mal ganz kurz... So. Wenigstens mit dem schwarzen Kraut mal ein bisschen hochheilen. Nehmen wir mal einen Bodycheiser. Weil wir sind gerade mal auf Ebene 7 und das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht mal ansatzweise. Ich habe keine Ahnung, auf was für einer Ebene man mit Drill findet. Das ist halt das Problem. Aber, also Ebene 10 will ich auf jeden Fall. Bevor ich überhaupt mal die Hoffnung habe, auf Mithril zu stoßen. Denn ich denke mal, das werden wir jetzt nicht so ohne weiteres bekommen. Na, komm schon. Ja, ich verbrauche jetzt hier meine ganzen Bodycheiser, die ich mir extra fürs Gießen oder so genommen habe. Gebe ich zu. Aber wenn wir halt dafür Mithril bekommen und somit unsere Gießkanne auf Mithril verbessern können, dann ist es das auf jeden Fall wert gewesen. Dann wäre es das auf jeden Fall wert gewesen. So, jetzt schauen wir mal. Was ist das? Was ist das? Oh. Ein Orichalcos, okay. Also wenn wir das hier finden, dann haben wir nochmal eins. Relativ viel Silber. Finde ich hier auch... Ich finde hier sehr viel Gold. Ich glaube, das reicht noch nicht. Es reicht nur nicht ganz. Ich muss noch ein bisschen tiefer in die Mine. So, jetzt können wir mal die schwarzen Gräser kurz fressen. Die geben mir auch wieder ordentlich Energie. So. Okay, was bist du? Mithril! Oh yes! Okay, davon brauchen wir jetzt viel. Wir haben auf jeden Fall eins davon. Das ist ja schon mal was. Aber eins reicht mir nicht. Das Gute ist, ich habe auch noch einen Bodycheiser. Nochmal Mithril. Und ich hau mir nochmal den Bodycheiser rein. Yes! Oh yes! Fünfmal Mithril! Oh, ist das nicht so ein Adamantit? Yes! Oh, das ist der Scheiß, den wir brauchen, meine Freunde. Och, das ist so super. Das ist der Scheiß, den wir brauchen. Oh yeah! Das ist es, was wir brauchen. Oh, Weltklasse.
So. Das reicht jetzt auch schon locker. So, und wenn wir uns jetzt beeilen, Stadtkarte. Ach so, der hat nur bis 16 Uhr offen. Ja gut, das schaffen wir nicht mehr. Schade, weil morgen kann ich ja nicht zu ihm bringen, weil morgen ist Donnerstag, da hat er geschlossen. Schade. Aber auf jeden Fall, das hilft. Wir haben viel, viel mit Rill mehr, als wir brauchen. Und das ist jetzt sehr geil. Ich denke mal, das ganze Gold und so brauche ich auch nicht mehr. Das brauche ich jetzt auch alles nicht mehr. So, so, ganze Energie brauche ich ja gar nicht. Weil ich muss ja gar nichts gießen. Das ist das Gute. Wir können jetzt mal die Energie tatsächlich versuchen mal sinnvoll zu nutzen, indem wir ein bisschen das Unkraut wegtun. Damit das mal weg ist. So. Sehr gut. Okay. Ja, und hier gibt's ja dann kein Unkraut mehr. So, ja, das ist erst, Axtstufe 4. Habe ich nicht. So, 50 bringt ein Orikalkus und mit Rill nur 40. Wow, das bringt alles. Alles relativ wenig tatsächlich. Weniger als ich dachte. Ich hab jetzt ehrlich gesagt gemeint, dass. Dass es auch relativ viel Geld gibt. Ich hebe jetzt mal die ganzen Edelsteine, also Edelsteine sage ich schon, die Erze hebe ich jetzt mal auf. Weil ich jetzt effektiv nicht weiß, ob ich sie vielleicht nochmal brauche. So. Vielleicht brauchen wir es ja nochmal. Zeit für die Geburt! Wir haben ein Koko. Feini. Sehr, sehr gut. Okay, und ich würde mal sagen, meine Freunde, ich mache hier mal einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Hallo! Ja, guten Morgen, Spike. Morgen versammeln sich alle um 10 Uhr, um das Erntefest zu feiern. Für dieses Ereignis bringt jeder Zutaten mit, die wir in einen großen Topf werfen. Eine Art Gemeinschaftsessen. Wäre toll, wenn du auch etwas Leckeres mitbringen könntest. Würde mich freuen, dich morgen zu sehen. Oh Gott, ist irgendwas bei mir fertig? Ich hoffe mal, dass irgendwas bei mir fertig ist. Oh, verfügbar Kochtopf. Eintopf oder würzigen Curry zubereiten. Praktisch ein Kochtopf kannst du genau das tun. Mach jetzt den ersten Schritt und meistere den Eintopf. Komm noch heute vorbei und hol dir einen. Sehr gut. Guten Morgen, Jungs. Ach, schaut euch mal an, wie sie jetzt alle herkommen. Yes! Oh, wunderbar. Oh, ist das wunderbar. Okay. Dann muss ich aber meine Viecher jetzt erstmal rauslassen, weil wir haben heute sehr, sehr viel zum Ernten. Heißt, wir werden heute auch ein bisschen... Ich nehme an, dass wir ein bisschen Geld machen werden. Könnten wir auch gebrauchen, weil... Wir sind jetzt nicht gerade reich. Gleichzeitig muss man sagen, arm sind wir auch nicht. Halt, ich hab noch... einmal hier. Also wir sind alles andere als arm. Wir haben schon Geld, aber... Hör auf, die ganze Zeit rumzuoppeln. Aber da geht schon noch mehr.
Da geht noch was. Eine Paprika bringt 40. 40. Naja. Das ist jetzt nicht gerade viel. Ja, hier ist gar kein Gras mehr, wo die Viecher grasen können. Das ist natürlich... das ist natürlich scheiße. So. Alle erstmal füttern. So. Alle füttern, alle streicheln und so. Dann können die raus. Und dann werden wir mal einiges ernten müssen. Ich habe ich schon. Dich habe ich glaube ich noch nicht. Genau. So, wo ist meine... Da. So, dankeschön. So, jetzt erstmal alles hier in aller Seelenruhe melken. Dankeschön. So. Jetzt alle natürlich ganz schnell füttern. Die können dann noch rausgelassen werden. Und dann will ich erstmal wieder ein bisschen ernten. Weil wenn ich nicht ernte, können die Erntewichtel nichts gießen. So, erstmal alles hier. So. Wunderbar. Ja, das ist natürlich extrem verwirrend für mich, weil hier natürlich vieles fertig ist und vieles jetzt nicht fertig ist, je nachdem, wie schnell ich eben, was eben gegossen wurde und was nicht. Aber ich denke mal, wir werden heute sehr viel Geld machen. Also wir haben so viel Paprika. Es ist lächerlich. Ich komm da jetzt seit Tage nicht hinterher mit dem Ernten. Ich werde jetzt Tage mit dem Ernten nicht hinterherkommen. Das ist aber auch okay. Das ist auch okay. Klar hole ich jetzt nicht das Maximale aus dem ganzen Zeug raus. Das ist mir schon klar. Aber das funktioniert schon alles irgendwie. So. Wir können ja gerne mal überlegen, was wir dann heute so an Geld verdienen werden. Da ist noch nichts fertig. Keine Ahnung, was wir heute an Geld verdienen werden. Es wird wahrscheinlich nicht gerade wenig sein. Wir dürfen gespannt sein. Und so viel werden wir dann auch immer wieder verdienen. Alleine mit der Paprika merken wir dann, was wir da jetzt verdienen werden. Weil wir haben ja extrem viel Paprika ausgesät. Und die wächst ja immer wieder nach. Dementsprechend bin ich da sehr, sehr gespannt, was wir nur am Paprika heute verdienen werden. So. Das ist so super, dass das jetzt so ist, wie es gerade ist. Dass hier schon mal die Paprika fertig ist. Das ist so klasse. Vor allem, die ist auch relativ schnell gewachsen. Und so schnell, wie die jetzt gewachsen ist, wenn das jetzt eben ordentlich Geld gibt, Alter. Du, dann werden wir, weil am Ende der Jahreszeit wird der Typ zwar tot sein und süchtig nach Medikamenten, aber wir werden so viel Geld haben. Oh mein Gott. Ich glaube, im Winter kann man auch nichts aussehen, wenn ich mich nicht irre.
So, das ist erstmal alles hier. Alles verkaufen. Ja, alleine das bringt jetzt schon 5000. Und ich habe noch nicht mal richtig angefangen beim Ernten. Also ich werde heute schon gutes Geld machen. Natürlich ist das nicht vergleichbar mit den Ananassamen. Alter, da will ich das nächste Jahr richtig ausrasten. Alter, nur Ananas. Dauert halt dann ewig, bis die fertig sind, aber Alter, dann kommt halt das große Geld. So, einmal zack. Und ich muss mich auch mal kümmern, Epona. So, Epona, sei mir nicht böse, aber du stehst mir volle Kanne im Weg. Ich habe volle Kanne die Zeit vergessen. Zum Glück haben die Erntewichtel bis 18 Uhr offen. Och, sei Bara, geh mir doch aus dem Weg. Okay, du hast nichts neu, hast nicht geöffnet. Hätte sein können, dass er irgendwie offen hat und irgendwie mir was sagen will, dass neue Entdeckung oder keine Ahnung. So. Hi, Jungs. Bitteschön. So, es wäre schön, wenn ihr ab morgen wieder kommen könntet. Muss mal Licht bei mir machen. So. Weil jetzt hat... man merkt halt in letzter Zeit wirklich, dass Winter ist. Oder dass der Winter vor der Tür steht, besser gesagt. Also ich meine jetzt hier wirklich nicht im Spiel. Dass halt der Winter wirklich vor der Tür steht. Es wird von jetzt auf gleich schlagartig dunkel. Es wird wirklich schlagartig dunkel. Ist jetzt nicht mehr so, dass es schön lange hell ist. Nee, nee, nee. Sowas gibt's immer. Von jetzt auf gleich ist hier stockdunkel. So, ich will jetzt mal, bevor ich es nämlich vergesse. Ciao, Jungs. Schönen Abend. Danke. Zack. Die gute will ich mal für morgen aufheben. So, und dass die jetzt dann natürlich nur einen Bruchteil von dem gegossen haben, was sie gießen sollen, ist logisch. Weil was noch geerntet werden kann, das gießen sie ja nicht. Aber das ist okay, weil ich werde heute auch nicht dazu kommen, irgendwas zu gießen. Ich werde den ganzen Tag ernten. So. Zack. Alles schön ernten. Ich könnte auch mal schauen, ob ich jetzt im Gasthaus mal vielleicht vorbeischaue. Ich weiß ja nicht, bis wann man da rein kann. Könnte ich mal schauen. 21 Uhr. Ja, kann ich vergessen. Da sollte ich nämlich vielleicht mal irgendwie abends mal rein. Vielleicht treffe ich ja da mal Jennifer. So. Jetzt erstmal hier alles schön ernten. Das war zu erwarten, dass ich nie und nimmer alles auch nur ansatzweise ernten kann. Das war zu erwarten. Da kommt ja kein Mensch mehr hinterher. Bei der rauen Menge. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal hier die Paprika geerntet. So.
Dann schauen wir mal hier drüben weiter. Ach, hiervon ist eh gar nichts fertig. Ja, wunderbar. Das heißt, ich kann hier tatsächlich ganz normal gießen. Alles klar. Ich denke mal, da sollten die jetzt aber auch relativ viel geschafft haben, wollte ich jetzt gerade sagen, aber ich sehe es jetzt gerade, nee. Mm-mm. Haben sie trotzdem nicht gerade viel geschafft. So, ah, da ist noch ein kleines Feld. So. Ja, da haben sie nicht gerade viel geschafft. Was mich allerdings wundert, weil die haben ja relativ viele Paprika nicht gießen müssen. Also in dem Sinne wundert es mich, dass sie das ganze andere nicht geschafft haben. Aber ja gut, es ist halt, auch wenn die Paprika halt fettig gegossen werden mussten teilweise, es ändert nichts an der Tatsache, dass das einfach so viel ist. Die Paprika macht ja nur einen kleinen Bruchteil aus. Die macht ja nur einen kleinen Bruchteil aus. Ungefähr ein Drittel. Dabei ist es nicht mal genau ein Drittel. Es sind ja fast 100 Beutel und 30 davon sind Paprika. So. Okay. Wir haben einiges jetzt geerntet. Wir haben vieles wieder gegossen. Das heißt, einiges geerntet. Wir haben sogar alles geerntet. Ja, du, ich meine, das sind 7000, die wir da verdient haben. Und ich glaube, vieles davon haben wir gar nicht bis 17 Uhr abgegeben gehabt. So, guten Morgen, Jungs. So, sind da jetzt eigentlich alle da? Sehr geil. Alle sind da. Alle sind jetzt fleißig am Gießen. Und nichts ist fertig. Also das bedeutet, es muss alles gegossen werden. Alles klar. Alles klar, dann haben die jetzt aber ordentlich was zu tun. Aber zum Glück sind alle da. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie viel sie jetzt davon schaffen. Wenn alle da sind, wie viel schafft sie? Sollten jetzt auch wirklich, hey, da sollte jetzt wirklich einiges schaffbar sein. Aber alles werden sie nicht schaffen. Alles werden sie trotzdem nicht schaffen, bei weitem nicht. Aber trotzdem. Es wird sehr, sehr viel. Auf jeden Fall geschafft werden. So, heute kann ich ja leider nicht zu Saibara, weil das scheiß fest ist. Das heißt, ich kann meine Gießkanne heute nicht auf Mithril verbessern. Aber dafür dann eben beim nächsten Tag. Und das wird halt so helfen. Wenn die Gießkanne auf Mithril ist, das hilft so sehr. Klar haben wir immer noch einen extremst hohen Ausdauerverbrauch dann. Aber ich meine, das ist rein zeitlich. Zeitlich spart es uns so viel. So. Außerdem denke ich mal, wenigstens einen etwas geringeren Ausdauerverbrauch sollten wir haben. Nein, du sollst keine Paprika, du sollst ja hier Futter fressen. Danke. So, Jungs, kommt ihr gut voran?
So, ich werde mir auch noch gleich die Zeit nehmen. Ich will jedem von euch was schenken. Das kann ich gleich mal machen. Hier. Die Zeit muss ich mir jetzt irgendwie versuchen zu nehmen. So. Und auch schauen, dass ich vielleicht keinen übersehe. So. So. Waren es alle? Ja. Dann haben wenigstens alle ihren Honig heute bekommen. Den haben sie sich auch wirklich verdient. Ich bezahle dir nur mit Honig. Tut mir schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Sie helfen, die sind alle so ultra fleißig und helfen mir so viel. Und ich kann so wenig für sie tun. So. Dann müssen wir jetzt mal ganz kurz. Zur Erntegöttin. Oh, ich krieg weißes Gras, danke. Vielen Dank. Sehr, sehr freundlich von dir. Also anscheinend kriege ich immer wieder was von ihr. Dann will ich das auch weiterhin ein bisschen am Laufen halten. Dass sie immer wieder was kriegt. Guten Tag, Spike. Ich habe vorzügliche Neuigkeiten. Ihr findet heute ab 10 das Erntefest statt. Also ab 10. So. So, scheint, als hättest du nichts für den Topf mitgebracht. Was? Hab ich doch. Hallo Spike, hattest du eine Zutat mitgebracht, um sie in den Topf zu geben? Ja. Ist das, was du hinzufügen willst? Ja, hervorragend. Geben wir es dazu und beginnen wir mit dem Festmahl. Man muss aber auch dazu sagen, Paprika macht eh alles besser. Alter, Paprika. Ich liebe Paprika so sehr. Vor allem die grüne. Jetzt wird kräftig zugelangt. Schmeckt gut. Ja, ist eine klare Paprika drin. Alle haben fröhliche Mahl verzehrt. Hast du Spaß gehabt, mit so vielen Leuten zu essen? Das ist ein ziemliches Erlebnis, was? Es ist ganz toll. Ah, das hat Spaß gemacht. Dann zurück an die Arbeit. So, Jungs. Ich denke mal, ihr habt's viel geschafft. Schönen Abend auf euch auf jeden Fall. Danke für alles. Ich will mal ganz kurz hier. So. Als ob die wieder nicht da ist. Komm schon, wo ist die denn? Da will man ihr einmal was schenken. Ich denke mal, dass die es nicht geschafft haben, alles zu gießen. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kann ich auch nicht verlangen. Kann ich auch nicht verlangen und will ich auch nicht verlangen. Klar wäre das geil, aber ja, bei der Arbeit kann ich denen nicht wirklich böse sein, wenn sie nicht alles geschafft haben. Aber auf jeden Fall werden sie heute wahrscheinlich sehr, sehr viel geschafft haben, weil heute mal alle Erntewichtel da waren.
Hier haben sie auf jeden Fall alles. Ja, da jetzt geht's los, okay. Dann geht's jetzt weiter. So. Okay, dann können wir mal hier weitermachen. So, die haben... Bis jetzt sieht's so aus, als ob sie sehr viel geschafft hätten. Oh ja, ich sehe es jetzt gerade. Da schau mal, was die da unten noch gegossen haben. Oha! Das ist relativ viel. Ich muss weniger gießen, als ich dachte bis jetzt. Also bis jetzt sieht es danach aus, als ob ich gar nicht mal so hardcore viel gießen muss. Vereinzelte Felder halt immer. Es wäre halt... Ja, doch, es ist schon noch einiges. Ist schon noch einiges. Ich sollte vielleicht mit denen auch spielen. Ich sollte definitiv wieder mit denen anfangen zu spielen. Weil das würde mir halt wirklich Zeit ersparen. Wenn ich jetzt halt noch mit, wenn ich mit denen noch spiele, wenn ich sie mal wieder für die Arbeit hole. Das würde mir halt jetzt halt echt viel ersparen, weil dann werden sie halt auch besser, logischerweise schneller besser. Und gerade eben in der Situation, wo ich mich jetzt gerade befinde, ist es geil, wenn sie schneller besser werden. Da muss ich die Zeit nehmen. So, aber wir haben auf jeden Fall wieder viel gegossen, würde ich jetzt mal meinen. Viel geschafft. So. Okay. Alter. Wir haben fast keine Energie mehr. Logischerweise. Wie sieht's denn morgen aus? Kann's morgen bitte regnen? Kann's morgen bitte regnen? Es wäre schön, wenn es mal wieder regnen würde. Aber man kann nicht alles haben. Ich würde mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns dann einfach hier mal hier an der Stelle wieder. Wir kriegen langsam mal was ich alles hin. Wir können beim nächsten Mal die Gießkanne verbessern. Zu Mithril. Und ich denke mal, damit können wir den Erntewichteln auf jeden Fall sehr, sehr stark unter die Arme greifen. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play Story of Seasons. Friends of Mineral Town für heute. Ich wollte schon wieder fast Stardew Valley sagen. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.